Moin Leute, Devex hier und willkommen zurück zu Plants vs. Zombies. Und natürlich bin ich alleine. Der Dalu, der Buga und der Matty sind auch noch da. Moin. Hallo. Oh, das ist wunderschön. Sind wir alle Zombies jetzt? Ich bin Zombie. Alle Zombie. Sehr schön. Ja, wir erobern gerade schon den ersten Punkt. Das ist super. Ja, besser kannst du nicht laufen. Ich fange gerade Schüsse ab. So. Ah, das sind Pflanzen. Die tun gerade so. Oh, sag mal. Man geht aber auch schnell tot, ne? Ja. Aber man teilt auch ziemlich viel aus, also. Ist ein schöner Ausgleich. Nehmen wir den. Momentan ist das nur so, dass ich irgendwo reinhalte und mich freue, dass da irgendwelche Zahlen kommen. Sehr geil, den ersten Punkt haben wir schon geholt. Das ist wie bei der Steuererklärung, das hat genau. Au! Oh, da war eine Kartoffelmine. Na toll. Och man, diese. Boah! Schon das zweite Mal, dass mich so ein Frazino da kriegt. Also ich glaube, ich hole gerade ziemlich viel weg, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Kann sein, ich tue die ganze Zeit nur solche Zubehörgegenstände von denen. Ups, da war ja gar keiner mehr. Ah, wir haben den Punkt schon eingenommen, sehr schön. Ja, müssen jetzt direkt weiter am besten. Bevor die sich halt wieder aufbauen können, das ist halt immer das Problem. Das geht jetzt viel fixer als gerade eben. Mal läuft's auf jeden Fall besser. So, ich werfe was in die Zone. Seid ihr schon in der Nähe der Zone? Ja. Bin doch Werf mal so eine Gaswolke rein. Von der gelben da, ne? Kannst dich also schön an die Wand hier vorne stellen, da könnt ihr auch nicht durchschießen. Oh, wenn er sich eingräbt, ne? Wie kriege ich den denn, während er unter der Erde ist? Wahrscheinlich ich glaub, gar nicht. Da unten schießen. Du kannst ihn abschießen, ja, aber ist halt sehr riskant. Also besser wäre irgendwie zu springen, wenn du sowas wie ein Jetpack oder sowas. Ich wurde auch gefressen. Ja, oder als Footballer dann einfach mal in eine ganz andere Richtung rennen und versuchen, dass du da wegkommst. Das ist krass, das ist ja ein Hit-Kill, ne? Von den Schnappern. Nee, das ist auch seine Fähigkeit. Er kann aber auch nicht die ganze Zeit unter der Erde bleiben, also ist so ein bisschen mit dem Timer verbunden. Ja, ich hätte das Gefühl, dass die Gegner ganz viele davon haben. Von was? Ja, gut, gibt ja wahrscheinlich keine Begrenzung, wie viel die davon nehmen. Kannst du wenigstens den Spieler, der gefressen wurde und rausschießt, dann retten damit? Oder? Bevor er komplett gefressen ist, du kannst ihn retten. Und dafür muss der Schnapper muss dafür nicht mal sterben. Wenn du dem ein bisschen Schaden machst, dann, also schon ein paar Treffer landest, dann lässt er ihn schon los. Ah, cool. Das habe ich bisher noch nicht so raus, was das. Oh, wir haben ein Portal. Boah, die machen aber auch einen Damage, du, diese. Wir dürfen halt nicht zuschauen, dass sie, Oh, danke, Dalu. Halt durch! Ah, jetzt hab ich's raus mit dem. Wir kriegen das natürlich. Ah, danke. Jetzt hab ich's raus mit dem Chatpack. Ich sehe nur lila Gesichter, wenn ich hier in den Horizont blicke. Ich hab einen mit der Rakete besiegt. Ich hab grad so einen Slow-Up bekommen. Ich bin irgendwie so lila angespritzt worden, keine Ahnung. Ja, das ist übel, dann bist du extrem langsam, ne? Von welchem, Monster geht's aus? Also. Auch von dem Schnapper, glaube ich. Okay. In der Zeit, wenn du so lila bist, kannst du auch keine Fähigkeit benutzen. Oh, okay. So ein Stun. Wir bleiben wach, bis die Pflanzen wieder lila sind. Okay, jetzt rein in die Zone. Jetzt keine Pflanzen mehr drin. Ja, oh, Mann! Ich komm auch gleich. Ah! Hört sich mit dir. Schon wieder weggefressen worden. Die sind auch unersättlich hier, die Jungs. Ja, die. Das geht schnell. Der verlangsamt dich und dann frisst er dich. Du musst, einen haben wir. Du musst den Jetpack richtig einsetzen können. Richtig, aber wenn du genau dann, wenn er vor dir ist, den Jetpack nutzt und er drückt es halt auch, dann trifft er dich ja nicht. Ich hatte cool merken, dass da irgendwie so eine Pflanze hinter dir her ist. Das ist gerade mein Problem. Oh, die haben nur diese Schnapper gerade. Maddie, Achtung! Schieß dich frei. Fast. So viel fehlt uns nicht mehr. 1 Minute 45 können wir noch schaffen. Jo. Das packen wir auch, komm. Was hab ich jetzt gerade gemacht? Die Zahl da oben zeigt wahrscheinlich an, wie viele von den Pflänzchen da in der Zone sind. Genau. Oh, ich habe eine neue Waffe freigeschaltet, so eine neue Fähigkeit, cool. Und so eine Mega-Waffe. Wie ich jede Erkenntnis über dieses Spiel einfach mal rausposaune hier. Wow, ich finde die cool. Ist ja alles ganz toll. Oh, diese Waffe da, ne, wenn man die benutzt, dann kann man schießen, ne, ja. Oh, schon wieder so ein. Oh! Ja, besser, die nutzen ne? Die Schnapper sehr gerne gerade. Guck mal, die haben nur Schnapper da. Das ist schon ziemlich räudig hier, ne? Ja, ein bisschen. Wir haben die Zone. Jawoll. Na toll, jetzt bin ich gerade neu gespawnt. Yeah, ich gehe über die Auskurve. Moin. Ich finde die Sparausgabe so genial. Bringt mir zwar nichts, aber tja. No. Da folgt mir ja einer. Hab ich gar nicht gesehen. Ich wollte über die Auskurve, das ist gemein. Oh Gott, was? Oh, das sind ja. Da singt jemand hier. Hör, hör, hör.
Oh, den hätte ich nicht überleben können. Aber den würde ich gerne hören. Ich gucke mir das Video nochmal bei euch an. Die Geräusche, die Zombies machen, wenn sie laufen. Oh, oh, ich hab nicht mehr viel. Ich glaube, ich hab gefressen. Das mit diesen ganzen Schnappern, das regt mich ja so ein bisschen auf, ne? Ja, leicht, ne? Du musst halt bemerken, dass da irgendwie hinter dir her ist. Ja, und dann einen Daumen drücken. Wenn man einen Daumen laufen lassen musste. Ja. Warte, ich hol dich. Hoffentlich werde ich abgeschossen. Ich bin gerade so eine kleine Fehlbesetzung hier, ne? Oh, danke, Buga. Mit 100 Lebenspunkten von 200. Bringt das gut? Ja. Oh, diese Rakete, die ist nicht so optimal, finde ich. Oh, die tötet aber die anderen Fußsoldaten so mit einem Treffer. Ja, weil ich hatte. Ah, jetzt lässt er sich frei. Und du kannst dir auch nach dem Jetpack, wenn du direkt den Jetpack anmachst das und dann die 3 drücken, kannst du dir auch aus der Luft schießen. Aber man kann nichts machen, wenn man eingeschleimt ist, ne? Ne, du bewegst dich langsamer. Es gibt, der einzige Trick, der halt funktioniert, ist, dass du, wenn du deine Mausgeschwindigkeit an deiner Maus einstellst, dass du direkt die höher stellst, damit du dich drehen kannst. Okay. Das ist extra solche, aber ich kann auch kein Jetpack, meinte ich. Keybindings machen auf der Maus. Wir müssen jetzt auf den Spielplatz. Oh. Alle Mann. Bin dabei. Komm mal. Ich setz mich auch gleich. Ich werf eine Zone rein hier. Also wenn bei uns mal Zombie-Apokalypse ist, ne, dann züchte ich mir auch so lila Pflanzen. Das scheint ganz gut zu sein. Ja, auch nicht schon wieder. Da haben die eine Schlingfalle, was? Oh, wie viele von diesen fleischfressenden Pflanzen da die sind. Das ist unglaublich, ne? Die haben so diese Pflanzen gehört. Aber ich wusste so. Also. Die hatte ich auch so gerne im Pflanzen für Zombies. Ich werde die auch mal spielen, wenn ich im Pflanzenteam bin. Siehst du gerade wirklich auch nur alle Lieder. Ich glaube, es gibt ja keinen anderen Spieler. Ja, ich glaube, es gibt einer zwei Gründe. Noch eine Sonnenblume habe ich auch getötet. Oh, schon wieder ein Lila, ey, meine Güte. Jawohl, ich bin jetzt auf der Rutsche drauf. Das war beste Taktik in Pflanzen vs. Zombies. Immer eine Fleischfresserpflanze und da vorne Kartoffel. Ich bin in der. Ich dachte, ich bin in der Zone. Ich hänge gerade am Seil. Ist die Fleischfresserpflanze nicht kaputt gegangen, wenn die einen Zombie gefressen hat, oder wie war das? Ja, doch, aber wenn du die Kartoffel davor hast und die hast du halt immer wieder nachgesetzt. Gelöscht und wieder nachgesetzt, wenn die kaputt war fast. Hier gar keine Pflanzen, die sind alle unter mir wahrscheinlich. Dann müssen wir einmal alle zusammen rein. Wo seid ihr gerade? Ich bin oben am Garten. Ich bin gerade auf der Straße. Ich bin in der grünen Zone. Ich bin jetzt gerade in der grünen Zone. Bis gleich. Ja, jetzt ist sie auch riesig lila. Ja, mich. So eine Falle das ist nur so eine Falle. Das ist nicht schlimm, die lässt sich dann wieder los. Oh, das sieht gut aus. Mit 6 Leuten sind wir drin. Haltet durch. Oh, jawohl. Tot. Ach, 9 Leute. Drin. Alle rein. Tot. Ja. Jawohl. Zerg. Aber was für ein Chaos hier. Ziel erreicht. Ja, nice. Das sieht ja auch noch ich hab mal Heilung gebraucht. Mit den ganzen Farben. Ich glaube, ich habe noch nichts umgebracht hier. Nein, hat sich gerade jemand freigelassen. Bin ich mal wieder Letzter? Ja, natürlich bin ich Letzter. Was sonst? Da kommt schon. Oh, ich hab keine Lebensmittel. Ah, hier ist ein Heilspender. Wachsamblume sowieso nicht. Heilung gib, Heilung gib. Und direkt den nächsten, bevor die sich da positionieren. Ja. Läuft, Leute, läuft. Ohne Mist, ich finde den Sound cool, der kommt, wenn man jemand tötet. Den habe ich noch nicht so oft gehört. Zitat von Vex. Ich finde den Sound cool, wenn ich jemanden töte. Jawoll! Ich habe die voll erwischt, Alu, mit der Bombe. Ich auch. Ich war sofort tot. Jetpack und dann direkt gezündet. Ich bin auch schon in der Zone drin. Ja, nice. Ich auch. Ich bin bei dir. Oh. Das ist schon die Diese blöde Pflanze rennt durch mich durch und ich bin tot. Wir sind ja voll einfach mal auf alles drauf, was hier bewegt. Keine Ahnung. Solange wie möglich überleben, damit ich habe auch gerade. Ich bin tot. Naja. Mich hat ein Reggae-Kaktus getötet. Aber ich bin ihm nicht böse, weil er cool ist. Sah sehr sympathisch aus, als er das getan hat. Ja, echt? Die machen ja auch nur ihren Job, ne? Ich wollte ihm nur meine Handynummer zustecken, vielleicht geht da ja was. Oh nein! Schieß nicht auf mich, du blöde Blume. Aua. Oh Gott! Also bist du das, bist du gerade auch der Fußsoldat, Bruder? Bitte? Bist du gerade auch Fußsoldat? Ja.
Pass auf, dann geh mal durch den Teleporter hier. Warte, ich auch. Ja, warte. Wo ist denn der jetzt? Da unten. Okay. Bist du gerade da? Ich sehe ihn noch nicht. Ich komme, bin bei dir. Jetzt bin ich durch. So. Und jetzt drück. Wo bist denn du? Was? Da bist Nein! Du. Hier. Und jetzt drück mal die 2 und danach direkt die 3 und ziel in die Masse. Dann kannst du über die Wand den Raketenwerfer schießen. Das ist geil. Halt ganz geil. Das ist cool, ja. Coole Kombo. Und jetzt gehen wir da auch noch rein und dann holen wir das. Oh, verdammt. Das war böse. Egal, das haben wir. 4 sind drin. Geschleimt, oder? Yes. Schön, dass ich doch lebe. Yay. Oh, so viel dazu. Ich glaube, es ist eine Zwiebel. Der sieht so ein bisschen aus wie aus Mars Attacks, ne? Mars Attacks? Ja, der eine, der sagt, erobere das Anwesen. Achso. Dieses Gesicht, was da immer kommt. Oh, Dave. War das? Oh, mich der hat eine Zwiebel getötet. Ja, ja, das ist ja der Typ aus Plants vs. Zombies, auch aus dem normalen Spiel. Also nicht derjenige, der dir die Sachen zusammenbaut, sondern der Zombie da eben. Ach so, ja, stimmt, wir haben einen Zombie. Nee, die anderen haben Dave. Was macht denn der da? Der reitet auf dem Pressluft. Das war doch dieser Hillbilly da, der in seinem Wohnwagen wohnt. Dieser Walter so White und Dick. Spiel, Leute. Warte, wir gehen direkt weiter. Ja, komm, ich auch mal Chatpack. Jawohl. Direkt nächste erobern. Das ist nämlich gerade noch gar keiner so wirklich da. Die haben sie noch nicht aufgebaut. Boah, also was die hier machen. Ich werde wieder von so einem Ding gefressen hier. Diese Pflanzen halten immer verdammt viel aus, diese Fleischfressenden, ne? Ja. Ja. Ich glaube, ich nehme mal eine andere Klasse. Das kann auch so nie weitergehen. Jetzt habe ich auch diese Giftbombe. Ja, die ist halt super. Die kriegen halt da drin Schaden, sehen halt auch weniger und immer schön diesen Kreis schmeißen. So gefällt's mir. Hast du Teleporter? Was hat du denn für ein Gewitter? Ich muss sagen, die Sonnenblumen sind schon ziemlich, die sneaken hier schon ziemlich böse. Oh. Ist noch wer in der Zone von euch? Ich stehe gerade hier so ein bisschen hinter dem Nebel. Ja. Ich wurde gerade in der Zone getötet. Ich weiß ja auch mal Nebel. So. Da waren wieder viel zu viele Pflanzen. Chili-Bohne ist in dem Nebel. Oh Gott. Ja, das hat sich nicht so ganz geil. Ich hab Combo ready. Ich hab den Heiler von ihm getötet. Nicht wiederbelebbar. Weil gefressen. Ja, Mann, aber da sind überall Kreuze da oben. Die teilen aber auch gut aus, da. Wir sollten mal da oben hochgehen, wo die da auf dem Balkon alle sitzen. Das geht ja, wenn man durch den Teleport dann rechts geht. Okay. Ah, ja. Mach mal nicht mal alles kaputt. Jawohl. Wex, ich bin direkt an deinen Arsch dran. Und jetzt rein in die Zone. Oh nein, mich hat irgendwas erwischt. Papa. Andersrum, Luga. Das kriegen wir hin. Was ist da los? Ich bin schon tot. Oh, nein, wir sind nicht. Danke. Oh, ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Ach so, das yes, war so. Du hast es geschafft, ich bin tot. Unser Team gewinnt und ich habe nichts dazu beigesteuert. Yes. Ja, boll, die sehen alle viel zu glücklich aus, dafür, dass sie jede Sekunde irgendwie umbringen. Nur so ein blödes Lächeln auf dem Gesicht. Ja. Blume kann auch sehr schnell wiederbeleben, ne? Habe ich gesehen. Ja, stimmt, ich glaube, das gibt's auch noch, dass die Sonnenblume belebt die Leute schneller wieder. Na schön. Ich glaube, das ist die letzte Stage. Ah, nee, Quatsch, danach kommt noch eine, vorletzte Stage. Können schaffen, das gibt richtig was Punkte. In aller Welt ist das? Aber dann müssen wir noch verteidigen, oder? Ich wollte dich gerade wiederbeleben, ich hab's angeschossen. Mhm. Jetzt! Ne, das mit dem Verteidigen, es wechselt halt jede Runde, wechseln die Teams halt einfach. Und wenn die erste Runde nicht schnell zu Ende, also wenn die zu schnell sind, mache ich halt immer noch eine zweite dran. Aber wenn, das dauert ja jetzt hier auch schon relativ lang, das passt eigentlich immer perfekt. Ach so. Sind wir schon drin in der Zone? Ja, wir sind schon am Hohen. Explodiert alles. 4-0. Ich bin schon wieder tot, das gibt's nicht. Oh, ich hab auch tot. Die Giftgas abgelassen. Ich weiß nicht. Chili-Bohnenbombe, verdammt. Natürlich, was sonst? Ja. Verbleibende Gesundheit 0%, das musst du mir erstmal erklären. Gut. Ich will das ja nur verstehen. Also, deren Bot, der so durch die Luft fliegt, hat ein ziemlich lustiges Gesicht, hast du? Die Zwiebel da? Ja, genau, das war die Zwiebel. Ja, ja diese Hasenzähnchen die noch. Ja, ja, genau. Super. Die sind Komm. Super. So, ich bin gleich da, dazu. Ah.
Ja, wow. Es fehlt nicht mehr viel. 1-0. 1-2. Ich bin da. Ich bin aber gleich tot. Einer zu wenig. Zu wenig Mehl. Zu wenig. Wenig. Mehr Mehl. Nein. Ich Der hat eine Gatling-Kanone im Gesicht. Das ist unfair. Na, schnell ran. Ja, wir sind Überzahl. Das sieht gut aus. Jawohl. Bringe 5 Zombies in das Anwesen. Oh, oh. Muss man noch reinlaufen in das Haus und alles mitnehmen. Oh Gott. Ah, da wurde ich auch vergessen. Toll. Ist das hier... Ach du Scheiße, das ist ja Super Mario jetzt. Können die das steuern, diese Kartoffeln hier? Nein, nein. Das ist immer so eine Besonderheit der Map in der letzten Stage. Dann ist ja gut. Das ist voll cool eigentlich. Das du hast dich einfach noch nicht treffen lassen. Du bist direkt weg. Boah, was ist das denn hier? Komm, die Kartoffel. Was greift mich denn hier? Das ist eine Kartoffelkanone. So, ich bin jetzt LVP hier. Oh, ich bin ja ganz alleine. Ja, ich sollte vielleicht nicht da noch mit der dauernd irgendwie. Ah! Oh, verdammt, und da hat mich alle mitgenommen. Ja, hier ist der Teleporter halt wichtig, weil der ist direkt hinter dem Kartoffelwerfer. Ich und Matty einfach nur von Kartoffeln gekillt werden. Das ist echt gemein. Wow, da rollt eine fette Kartoffel. Und der leere auch, der leere Gesicht. Ach, jetzt spielen sie so Kartoffelbowling mit uns, oder was? Ja, aber... Oh, das verdammt. Das ist so geil. Da kommt mehr nicht mal mit einem, So außenrum durch die Gärten geht nicht, ne? Du kannst immer so ja, eine Stufe weiter... Ja, da ist natürlich dann wieder so ein Fresser. Mann! Aber da kommt ja für ein paar Sekunden auch immer mal wieder keine. Leute, habt Mitleid. Schießt die Kartoffelkanone ab. Ah, ich sehe es gerade, ja. Ich bin drin, Leute. Ich bin im Haus. Ja. Ich hab die Kartoffelkanone fast kaputt. Ja. Hast einen Schlüssel. Bist in der Band. Jawoll. Nein, die Tür war auf. Nein. Sehr schön. So ein Spawner. Oder ein Portal, meine ich. Ah, oh, shit. Also, die Kanonen sind jetzt auch kaputt. Zumindest zwei Stücke sind, glaube ich, alle. Wunderschön. Ja. Jetzt müssen wir da nur noch reinlaufen. Nein, no, die Pflanze hat mich noch erwischt, verdammt. So einfach ist es. Ja, einfach reingehen. Ja, einfach rein. Nee, als Fußsoldat finde ich, mache ich das immer sehr gerne, weil du kannst halt auch oben reingehen, indem du einfach vor dem Balkon den Jetpack zündest. Da kommst du oben auf die Etage drauf. Ja, das probiere ich jetzt gleich mal. Vorher noch so eine Giftwolke werfen, die du einfach reinrennst, damit dich keiner sieht. Wie hat der das gemacht? Na, ich hab's. Ja, die Kanone ist kaputt, nicht, die eine, verdammt. Die Kartoffel. Ich bin noch mal reingelaufen. Ich bin wieder drin. Oh, ich bin gerade an deren Spawn. Das ist nicht gut. Aber da neudeutsch zu sagen, ich bin da reingeflasht, aber es ist nichts passiert. Muss man da drin auch bleiben? Nein, nein, du musst in so in die Tür noch reingehen. Die leuchtet ja, halt so gold. Ich hab's auch umgeschafft. Und jetzt musst du noch in die Tür rennen. Jawohl. Jawohl, noch zwei. Ah. Ja, warte, ich komm, bitte. Wie hier alles voller Explosionsmaterial ist. Ich bin da. Ja, noch einer. Yes. Ich bin's nicht. Ich bin gleich auch wieder da. Ich bin da. Jawohl, ich glaube, wir haben's. Sehr schön, nice. Jetzt muss ich da noch reinlaufen. Da ist so ein Schnapper vor mir. Nicht essen lassen. Ich bin drin. Yes. Ja. Sauber. So muss der Zeit hier. Oh. Junge Menschen. Überrede sie. Boah, was hat der für Skills hier? Der rumspringt mit seinem Barett. Ne, was ist denn das? Wie so der Gatling Gun. Yes. Ja, und das ist immer so eine schöne Party, yeah. Wenn es halt klappt. 15.000. So, jetzt erstmal in die Minibar da, oder wie sieht's aus? Oh ja. Alles stummscher, weg, ruhig. So. Na gut, supi, ja, haben wir's geschafft. Ja. Schöner Part, Leute. Oh ja. Ja, ja, ja. Tut mir leid. War eine geile Runde.